Hab ich. Ah, okay, alles klar, weiß Bescheid. Sorry, mein Fehler. Was geht ab? Als Hit? Ja, sind da oben sehr gefährlich, ne? Jungs, ich geh mal ganz, ganz schnell auf Toilette. Okay, okay, kurze. Oh, den hab ich noch. Die Pause noch. Run, Zecker, run! Und. Ah, ja, doch, da siehst du gerade. Ja, genau. Schlafen wird auch mal wieder gerne können. Ich habe auch so Probleme mit in der letzten Zeit. Besonders zur Weihnachtszeit. Aber die ist jetzt ja Gott sei Dank wieder vorbei. Oder noch Silvester. Tschüss, ja. Tschüss. Tschüss, Mira. Supply box down. Hit the next. Oh, oh. Ich bin mal noch hier. Oh. Oh, der ist down. Ich bin wieder da. Das kann's auch uns necken. Hinter uns ist ja auch noch ein, ne? Kiste. Ja, das stimmt auch wiederum, ne? Ja. Je nachdem, mit wem man Weihnachten feiert, sieht man die Leute von der Familie vielleicht einmal im Jahr, danach nie wieder. Also jedes Jahr wieder, aber nur einmal. Und dann immer diese gespielte Freundlichkeit, das ist auch nichts für mich. Wir haben, haben wir eine Kiste übersehen. Wie bitte? Eine Kiste übersehen. Hinter uns ist eine Kiste. Der Seiko und ich gehen hier vorne lang. Ihr beide geht hinten. Wie vorhin. Okay. Bevor wir verkackt haben. Ah, ich muss kurz lecken. Okay, gut. Oh, voll. Jetzt war... Ah, doch. Aber. Tot. Egal. Super Löcher. Ja. Oh. Oh. Also kommt so ursprünglich aus der USA oder sind sie rübergewandert? Wenn ich fragen darf, dann wenn es nicht zu weit geht, natürlich. Ja, ich kenne das mit Familien, die ja nicht mehr so stark haben zu können. Sei es von mir aus gesehen oder von wem hinaus. Da haben wir auch dickere Familie gehabt, aber das hat sich in den Jahren immer gelegt. Man sagt ja so gerne, man lebt sich auseinander, aber dass es so auch innerhalb der Familie kommt, hätte ich nie gedacht damals. Aber ich wollte eigentlich das Bessere überlernen, ne?
Oh, oh, jetzt bin ich fast auf Scheiße. Oh, fuck, ich glaube, bitte. Hast du wieder ein letzter Ding? Ja, die ist noch weg von der Fahrer. Warte. Da ist ja noch einer, ja. Nee. Der ist tot. Der Dicke ist tot. Link ist mal einer. Aber. Was? Nee, nein, der lebt noch. Oh, oh, da. Immer noch? Noch. Was? Da. Ja, ja, geht. Ich will zurück. Nein! Oh. Egal, egal. Immer egal. Habt ihr es gesehen? Ich wollte laufen und der läuft die ganze Zeit gegen den Block da. Ja, kann passieren. Ist nicht schlimm, ist nur ein Spiel. Ja, das stimmt leider, ne? Beats Gamer. Das stimmt leider. Irgendwann hat jeder nur noch seine eigene Nase vor den Augen und dann lebt man sich auseinander. Ob Familie oder Freundschaften, das geht irgendwann alles in die Brüche. Leider. I'm sorry? Zumindest in manchen Dingen bin ich mir darüber im Klaren, dass es besser so war. So, let's try again. Ja. Bevor wir weitermachen, Billy took a five so kurz für kleine Jungs. Er stimmt auch wiederum. Ich bin sofort wieder da. Oh shit. Perfekt. Ah, ich war erstmal mit die. Kann ich da die Leute platt? Ja, nee, ich bin erstaunt. Ich hab ihn. Ja, das stimmt auch wiederum, ne? Von welcher Mannschaft bist du Fan? Wobei, wenn ich jetzt was sagen würde, würdest du wahrscheinlich sagen, was? Aber ich bin nicht so der große Fußball-Fan. Oder gar nicht. So für MEM guck ich das auch, aber ansonsten, ich hab ab und zu mal, wenn ich hier vom Fernsehen chille, krieg ich ein paar Spiele rein, aber ein großartiger Fan hier mit Spielebesuchen und alles oder Fanbase etc. Das bin ich nicht. Ich würde mich auch gerne mal als Fußball-Noob bezeichnen. Schwarz-Gelb, ist das nicht Borussia Dortmund? Ah. Oder Alemannia Aachen. Oder Alemannia Aachen, das kann auch sein. Ja, mein Kollege Sido 49, der ist Fußball-Experte, der weiß alles. Der weiß sogar mehr über Fußball als über Mathematik und sonstiges. Mathematik. Oh Mann. Das war immer meine Schwäche. So, kurze Pause. Für 13, 14 Sekunden. Ich gehe schnell unten Wasser lassen. Ja, ich zähle. Bis gleich. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Nee, das zieht mir Leben ab, das tut mir ab. Oh, 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 okay. Komm, weißt du, was machen kann? Stell dich mal auf den Panzer rauf, stell dich mal rum. Andere Seite? Ah, ja. Der geht direkt runter. Also, ja. Nein, ich wird schwierig. Ja, der geht immer direkt runter. Oh. Boah, das ist echt nicht ohne, ne? Also, wenn wir nochmal so weit kommen wie eben, dann schaffen wir das.
Bob, der Baumeister. Jo, wir schaffen das in 3000 Jahren. Ich will mal was testen. Ich will mal eine Sache testen. Ich laufe mal. Kann man zurücklaufen und sich ein Auto holen? Heike, ich glaube nicht. Versuch es jetzt einfach mal. Eieiei. Schütze. Oh, ich hab noch mal. Wie willst du zurücklaufen und ein Auto holen? Keine Ahnung, könnte das sein. Dass auch diese Nebenwand geöffnet worden und dann sind doch da reingefahren. Ja, aber man konnte voll weit, ja, keine Ahnung. So, Billy ist back. Billy Boy. So, das Finale ist leicht. Ja, ich hab, keine Ahnung, ich hab schon übel zu lange kein GTA mehr gesucht wie früher. Zu meinen Zeiten, wo ich das immer so hardcore gesuchtet habe mit meinen Jungs und Mädels, da haben wir meistens immer nur Deathmatches etc. gespielt. Stress auf dem Dach. Stress auf dem Dach, das war damals extrem geil. So, jetzt schaffen wir das. Noch zu PS3-Zeiten, bevor das alles so hardcore genervt wurde. Another down. Was lebt doch noch eine Ulti? Also na klar, du kannst gerne immer mitspielen, einfach bei PlayStation, wenn du auch über PlayStation zockst, dann einfach Kontrollfrage schicken und dann kannst du immer mitspielen. Also ich, GTA war und ist immer noch eine meiner Lieblingsgames. Den habe ich. So, kurz Kippe angezündet. Ich dachte, du warst noch Fenster. Ja, optimal, dann einfach Billy to the 5 adden. Also Billy 2K5, siehst du, wird er ja angezeigt. Rambo, ne, das hab ich noch nicht gespielt. Das habe ich noch nicht gespielt. Das ist einer der Spiele, die ich noch nicht hatte. Ist das, Dido? Was war? Was ist denn, wenn wir heute Abend die linke Seite loslaufen? Ich hab keine Ahnung, sind wir nie reingegangen, ne? Soll ich mal reingehen? Mal gucken. Ja, wenn wir verkacken, machen wir von neu. Guck einfach mal. Ja, schlafen will ich immer scheiße, besonders wenn ich nicht gut arbeiten muss. Danke. Das ist extrem nervig. Mit dem Spätessen ist kein Problem.